Einen herzlichen Gruß sende ich Ihnen, ein Lebenszeichen aus unserer Kapelle Finchley-Straße. Ein Lebenszeichen am Sonntag ex Audi, in der Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Mein Name ist Juliane Göwecke, ich bin Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Lichtenrade. Zwischenzeit. Das Alte, es ist nicht mehr zu haben. Der Blick geht zurück und da sind Erinnerungen. Schöne Erinnerung. Kann es nicht wieder so sein? Nein, ich merke, das Alte, es kommt nicht zurück. Der Alltag, er verändert sich. Und der ist anders. So ist es auch in dieser Zeit. Wir haben keine Rückkehr in die alte Normalität. Ja, wir dürfen wieder Gottesdienste feiern. Aber wir feiern die Gottesdienste anders. Keine herzliche Begrüßung an der Kirchentür mit Umarmung oder Händedruck. Abstandsgebot und Hygieneregeln sind einzuhalten, Masken aufzusetzen. Und der Sommerurlaub, ja, der wird auch ganz anders, als wir ihn geplant haben. Die Pandemie, sie bestimmt unseren Alltag weiter und wird das auch noch eine ganze Weile tun. Zwischenzeit, eine Zeit des Dazwischen, zwischen Altvertrautem und dem Einfühlen in eine veränderte Situation. Solche Zwischenzeiten und Übergänge, wir kennen sie aus unserem Leben. Immer wieder haben wir sie. Der Übergang vom Kindergarten in die Schule. Spannend für all die Kinder, die im Sommer jetzt eingeschult werden. Oder der Umzug in eine neue Stadt. Der Wechsel der Arbeitsstelle. Aber auch der Tod eines geliebten Menschen. Zwischenzeiten, sie können Unterschiedliches auslösen. Vorfreude oder Angst, Erwartung oder Unsicherheit, Trauer. Die Ungewissheit, sie fordert uns und wir suchen dabei nach Halt, nach etwas, das uns trägt. Zwischenzeit. Dieser Sonntag ex Audi, er fällt auch in eine Zwischenzeit. In die Zwischenzeit zwischen Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten. Die Jünger sind mit dem auferstandenen Jesus noch ein Stück Weg gegangen. Er ist ihnen erschienen. Und dann ist er zu seinem Vater zurückgekehrt, an Himmelfahrt. Er hat ihnen gesagt, ihr bekommt den Geist, aber dazu ist es noch nicht gekommen. Und die Jüngerinnen und Jünger im Wissen um den auferstandenen Jesus Christus, sie ziehen sich erst einmal zurück, hinter verschlossenen Türen. Pfingsten war noch nicht, eine Zwischenzeit. Es ist eine Zeit des noch nicht. Ex Audi, Himmelfahrt war schon, Pfingsten steht noch aus. Aber wir hören am heutigen Sonntag eine Vergewisserung, dass Gott sich uns Menschen zuwendet, dass er einen neuen Bund mit den Menschen schließen will. So verheißt es der Prophet Jeremia. Ich lese den Predigttext aus dem 34. Kapitel. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll mein Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide. Klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Gott hält zu den Menschen. Gott hält zu uns Menschen, auch wenn wir scheitern. Die Menschen, sie haben den Bund Gottes gebrochen. Das Volk Israel, es tanzte ums goldene Kalb, als Mose mit den Gesetzestafeln vom Berg zurückkam, noch bevor er ihnen vom Bund erzählen konnte. Sie brechen den Bund schon vorher. Und Gott hält zu den Menschen. Auch wenn wir Fehler machen.
Auch wenn uns nicht das gelingt, was wir uns vorgenommen haben. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir werden den Ansprüchen nicht gerecht. Den Ansprüchen, die andere an uns stellen. Den Ansprüchen, die wir selbst an uns stellen. Gott hält zu uns Menschen, schreibt seine Gebote direkt in unser Herz hinein. Mein Herz von Gott erfüllt. Tief in mir drin, da spüre ich, Gott ist verlässlich für mich, für uns da. Ich gewinne Zuversicht und ich kann aus vollem Herzen handeln in dieser Welt. Ich kann hineingehen in eine hoffnungsvolle Zukunft. Gott weiß den Weg dazu.